Und damit willkommen zurück zu Amnesia und ab ins Querschiff. Wow. Der Raum ist ziemlich groß. Und diese merkwürdige Zeichen auf dem Boden. Ich will da gar nicht reintreten. Ich mach's trotzdem. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Orphan! Kill me! This one. Prepare him. Okay. Ich nehme an, dass hier tatsächlich die Rituale stattgefunden haben. Drei Türen. Eine Treppe nach oben. Erstmal die Türen. Hier sind auch diese merkwürdigen satanischen Symbole. Oh, was ist denn das wieder für ein Geräusch? Alter. The fuck? Oh, nee. Sag mir nicht, dass der hier zersägt wurde. Ist das ein Teil des Orbs? Ein Stück einer Kugel. Das ist es. Alter! Wie sick ist das denn? Komm schon, gib mir meine... Oh, was sind die? Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus einem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Sick fuck. Ey, Alter, also... Das Blut muss in einen Behälter... Man kommt nicht an das Blut heran. Finde eine Möglichkeit, die Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren. Ein Seil? Ist doch viel Seil. Warum kann ich jetzt nicht das Seil benutzen? Okay, eine Möglichkeit wäre natürlich, diesen Brunnen da oben irgendwie zu benutzen. Keine Ahnung wie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das tun müssen. Stattdessen werden wir jetzt einfach nochmal in den Raum genau gegenüber gehen. Alter, was war das für ein Geräusch? Ach, jetzt flüstern die schon wieder. Nein, hör auf. Aha. Interessante Vorrichtung. Was haben sie hier gemacht? Sie haben ihn aufgehängt und in... Oh, Alter, mit Gewichten. Verstehe. Die Kidnapperin war auf ihren Knien. Ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Ah. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Allein das zu lesen ist ja schon grauenhaft. Zustand ist nicht gut. Der Zustand ist überhaupt nicht gut. So kann ich nicht zielen, Mann. Beruhig dich wieder. Ah, da ist noch mehr. Aber warum denn? Warum ist unser Zustand so abnormal?
Wahrscheinlich der Raum. Weil wir haben die ganze Zeit das Licht an. So viel zum Licht an. Toll. Hier ohne Licht rumzurennen gleich, das wird nicht cool. Schauen wir uns noch schnell den letzten Raum an. Oh Mann. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Und noch so ein Raum. No, please. Do anything. Whatever you want. Anything. I'll do anything. I'm innocent. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Oh, gepfählt, ey. Es war nicht schwierig, dem Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Oh. Wir können uns echt kaum noch konzentrieren. Na komm, heb's auf. Stück an der Kuh. Ja, unser Verstand ist wieder normal. Glasklar. Okay, offenbar mussten wir diese... Mann, das war echt knapp hier. Fehlt. Aber wie kommen wir an das Blut ran? Schnell weg hier, bevor... Bevor uns das Öl ausgeht. Denn wir haben echt keins mehr, scheiße. Okay, 3 von 6 Stücken haben wir. Jetzt heißt nach oben gehen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich weiß nicht warum, aber wenn etwas so sauber aussieht, dann beunruhigt mich das. Was ist das? Und wer ist das? Mal schauen, wo wir hinkommen. Das, wer baut denn hier so? Was ist das für eine merkwürdige Architektur? Ein Seil. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Vorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Oh, Sadist, ey. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Ist das, was mit uns geschehen ist? Es hat nicht geklappt. Und wir haben den Amnesietrank getrunken. Ich nehme mir erst alles andere. Ehe wir das Seil nehmen.
Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablette präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. So, jetzt das Seil. Moment, da war noch mehr. Nee, da war nicht noch mehr. So, die Schnur können wir jetzt bestimmt mit dem Glas kombinieren. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Was ist dieses vorbeihuschende Rauscheln? So, wenn ich mich richtig erinnere, war der Raum ja hier, nicht wahr? Ach, Moment, nein, hier war die Folterkammer. Noch etwas Öl. Ja, wo war der jetzt, der Raum? War der hier? Nee, das ist der lange Gang. Hier. So, das machen wir jetzt lieber schnell. Wunderbar. Das Blut. Und dann müssten wir doch eigentlich alles haben, was wir von ihr haben wollten, oder? Drei Kugeln, Blut, das ist nicht schlecht. Dann müssen wir jetzt mal langsam zurückgehen. Immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Wir können damit auch nichts machen. Das ist. Am besten kurbeln wir das nochmal runter. Es passiert nichts. Dann müssen wir es wieder hochkurbeln. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Und das müssen wir doch daran befestigen. Ach, Moment. Ich hab's. Wir benutzen das Seil, um runterzuklettern, nicht um etwas hochzuholen. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tun will. Oder? Pass auf, wo du hintrittst. Yo. Hier sind wir. Wir haben aber noch alle unsere Gegenstände. Okay. Ja, offenbar sollten wir dann nicht hingehen. Aber wenn wir schon hier sind, nutzen wir die Chance und füllen unser Öl auf. Scheiße, ey. Dann weiß ich echt nicht, wofür man da das Seil runterlassen kann. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Ablenkung. Ganz, ganz, ganz komisch. Das ist echt praktisch hier. Vollständigkeit halber kontrollieren, rührt sich immer noch nicht. Warum diese Tür da immer im selben Winkel angelehnt? Bricht das Ding bald zusammen oder was ist hier los?
Also gut, wir haben Fleisch, wir haben Blut. Ins Labor müssen wir auch noch. Aber immer noch nichts, wo wir ins Labor kommen können. Na, Grippe, hast du was zu sagen? Oh, du wiederholst dich. You seem to have all the ore pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Zum Altarraum. Praktisch, dass er uns das alles sagt. So, was war hier nochmal? Moment, hier war der Brunnen. Querschiff. Warum höre ich denn irgendjemanden? Hier waren wir ja noch nicht drin. Ne, hier waren wir noch nicht. Hallo? Hallo? Okay. Laudandum? Hey, wir haben hier viel Laudandum. Sorry. Hier ist nichts, dann öffnen wir die Schubladen. Nein. Zunderbüchse. Oh, ich habe Büchse gesagt. Ich wusste es. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben und auch sie werden älter und dahinscheiden. Während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Okay, irgendwie ist dieser Alexander unsterblich. Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraue ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht vor Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. What the fuck? Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihr Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreiche. Ich habe keine Ahnung, was Tamta ist. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines größten Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte unfruchtbaren Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Das haben wir schon. Tamta hingegen dürfte etwas schwierig sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir. Tamta könnte Teer sein. Falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets der wasserbewohnten Kerng. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon erhalten. Tamta. Okay. Von hier kamen wir doch. Altarraum. Und wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.